Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Grand Ages Medieval. Ja, wir lassen mal die Zeit wieder laufen und wir waren letztes Mal dabei und hatten die Krönung der Dame gesehen, die wir jetzt zu uns holen sollen in irgendeiner Form. Dafür müssen wir unseren Speer irgendwo hinschicken. Das habe ich glaube wieder abgewählt, ne? Ich hält. Wo ist diese Stadt? Ach, da oben. Nee, Budapest? Nee, die ist anders. Ah, da blinkt's auch. Das heißt, wir müssen dahin. Da wird das Ziel sein. Zu dieser Stadt müssen wir. Und dann brauchen wir da einen Weg, oder was? Und im Gasthaus gab es dafür die Arbeiter. Unser Speer läuft da erstmal hin. Ich habe einen Abenteuerpunkt entdeckt. Ist das der hier jetzt, oder was? Nö, der läuft jetzt woanders hin. Der Handelsweg nach Konstanza wird seit dem letzten Krieg nicht mehr instand gehalten. Es ist gut, wenn ihr euch darum kümmert, denn ich werde höchstwahrscheinlich über Konstanza nach Sofia reisen. Okay. Der ist mein Speer, aber der Speer soll mal hier lang laufen. Okay, das ist der Weg wahrscheinlich. Ich laufe mal zum Bahnpunkt. Jetzt müssen wir hier hin. Ins Gasthaus. Anwerben, Händler? Nö. Siedler? Nö. Bautrupp. Okay, ich darf nur einen nehmen. Alles klar. Gut. Jetzt blinkt das da. Kontor. Produktion, nö. Übersicht. Was müssen wir jetzt machen? Gute Frage, ne? Produktion festlegen? Nö. Wir sollen hier draufklicken. Und dann eingraben? Nö. Wo kann ich den Bautrupp losschicken? Das ist Brot. Produktion. Nein, da produzieren wir was in der Stadt. Das verbrauchen wir, das ist der Handel. Irgendwie ist es das nicht. Aber ich soll irgendwie doch was da machen. Route planen. Karren organisieren. Einheit auflösen, nein. Bilanz der letzten Woche. Nein, ich will jetzt erstmal den Speer finden. Der hat jetzt auch diesen Abenteuerpunkt wahrscheinlich geholt. So gut wie angekommen. Und irgendwie wird's hier unten rumgehen, oder? Eurem Gasthof einen Bautrupp an. Ja, das habe ich doch schon gemacht, oder? Oder dauert der, bis der kommt? Ja, das wird's wohl sein, ha? Na toll, das hat ja gut geklappt. Ja. Gut. Unser Speer bewegt sich erstmal auf dem Weg. Oh, Konstantinopel. So gut wie angekommen. Läuft er da lang? Liegt in der Nähe. Und dann gehen wir hier lang.
aufsitzen. Aufsitzen. Da ist Wasser. Ja, reinzoomen ist schon ganz schick, ne? Liegt in der Nähe. Hier ist noch ein anderes Dorf. Thessaloniki ist ja auch voll das Dorf, ne? Liegt in der Nähe. Und wie kommt man da hin? Gute Frage, ne? Da gibt's einen Weg direkt darüber, oder? Fast da. Gehen wir mal da lang. Was macht der? Ah, gleich ist er da. So. Lege eine Straße von Sofia nach Konstanta fest. Ja. Habe ich gemacht. Bautrupp und dann kann ich auch gemacht. Hier oben blinkt es jetzt. Ah, da unten. Straße festlegen. Zweite Stadt auswählen. Okay, das schaffe ich auch noch. Okay, dann geht die Straße da lang. Zwei Brücken gebaut, alles gut. Und los geht's. Okay. Ich höre, ihr habt eine neue Hauptstraße anlegen lassen. Sehr gut, ich wünsche eine Stärkung des Handels in meinem Reich. Nutzt jetzt die Gelegenheit, das Vertrauen der Stadtväter in euch zu festigen. Sprecht mit dem Bürgermeister von Konstanza und verschafft euch eine Handelslizenz. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Ja, ich soll meine Truppe dahin bringen in die Nähe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Händler dahin bringen sollte, aber... Ach so, der Händler möchte nicht, alles klar. Dann brauchen wir den Speer. Der ist gerade da. Gut, dann läuft der dahin. So gut wie angekommen. Der ist gleich da, sagt er. So, der Bautrupp könnte ja nach Thessaloniki schon eine Straße bauen. Die wird vielleicht auch irgendwann mal verlangt sein, ne? Aber jetzt nicht. Erst wenn das soweit ist, dass es sein muss. Kein Ding. Okay, da muss er erst ankommen wahrscheinlich. Aber er ist schon auf einem guten Weg. So. Jetzt geht's. Diplomatie. Ich hoffe, dass wir einiges zusammen anpacken können. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Ja, Handelsabkommen, ne? Was soll ich machen? 0 von 300? Na, ich glaube, ich muss nochmal den Vorschlag. Hinzufügen. Ich weiß nicht, wie viel die Summe sein soll. Handelsabkommen auswählen. Tja. Wo steht die Aufgabe? Da.
Gut, okay, aber welche, ach so. Was für eine Summe steht da leider nicht bei. Gut, dann. Gibt es noch? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Machen wir 15.000. Und dann Handelsabkommen. Vorschlag. Gut, das machen wir so. Oh, da war sie schon mit zufrieden. Prima. So, und dann können wir jetzt den Händler losschicken, ne? So. Dann müssen wir wohl darüber. Und Planungsmodus verlassen. So, dann soll er das machen, oder? Karren organisieren. Der Handel blüht. Und was soll ich darüber bringen? 300 Waren? Aber was bringt mir was? Das ist die Frage, ne? Hier, Bier. Neun Einheiten. Aber okay. Kann ich sehen, was die dahin brauchen? Bauwaren fehlen? Rohstoffe fehlen. Ach so, okay. Holz und Stein fehlt. Und da fehlen noch, keine Ahnung, was das da drunter ist. Holz fehlt. Gibt es noch etwas, was wir klären? Nö, können wir nichts klären gerade. Ziegel und Holz fehlen und das andere war hier Salz. Und was war noch? Das ist Obst. Honig. Das ist Honig. Sieht so aus. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir davon hinbringen können. Handel. Also wir haben das beides, das ist also kein Ding. Den Honig haben wir nicht, also nur Bauwaren. Verkaufe ich das jetzt oder was mache ich da jetzt gerade? Ach so, okay. Warte mal, 35 haben wir, 40. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel braucht die? Stand das dabei? Ich glaube, das stand da auch bei, ne? 60 und 120, alles klar. Nein, es gibt nichts. Ah, da nochmal hin. Nummer 20. Passt. Und 85, oder?
haben wir nichts über. Okay. Guter Plan, ist schon klar. Fährt er jetzt oder nicht? Ach da, Route aktivieren. Und los geht die Tour. Aha, ach ja, jetzt geht auch immer mehr oder was? Naja, wenn es denn so ist, dann passt's ja wohl, ne? Gut, ich hätte gern mehr von den beiden Sachen gemacht, der Rest nicht, aber der Händler weiß wohl, was er tut. Gut. Also es war ein Abenteuerpunkt und ich hätte ja gucken können, was hier war. Ich habe aber leider nicht mitgekriegt, was da war, ne? Pech gehabt. Würde ich mal sagen. Wo ist der Speer hin? Ich glaube, der ist da rechts, ne? Da ist er. Ja. Fast da. Gehen wir da mal hin. Schon nichts zu tun haben, können wir ein bisschen rumforschen. Kann man hier, kann der durch das Gebirge tatsächlich, kann das durch. Jetzt nicht über den Berg, ne, oder doch? Krass. So gut wie angekommen. Naja, wenn er das kann, ist er wohl ein großer, ne? Kein Ding. Kein Ding. Hier ist der dicke Nebel und da ist Budapest. Der Händler ist da. Gut. Okay, aber ich sehe gerade, dass die Folge doch schon sehr weit fortgeschritten ist. Das bedeutet, dass wir hier erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.